Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Warner Brother, Vertigo, and Telltale Games. The Wolf Among Us. Ja, herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, der Sky und zum Stadtgenossen wäre eine kleine Runde Let's Play The Wolf Among Us. Vorab die Information, ich habe das Spiel schon mal angespielt, sprich eine eineinhalb Stunden, halbe Stunde habe ich gespielt. Und da musste ich zeitlich schon wieder aufhören. Das ganze Pipapo. Warum ich es jetzt erst spiele, also sprich, ich spiele es jetzt gerade, das ist jetzt gerade der dritte Aufnahmeversuch jetzt hier. Nun ja, und warum ich das jetzt erst spiele, hat so kleine Hintergründe, erkläre ich mal ganz schnell. Ich habe vorher es nicht so auf dem Schirm gehabt, dieses Spiel. Ich wollte es eigentlich vorher gar nicht so wirklich spielen, weil ich also auch nicht dafür jetzt unbedingt Geld blechen. Jetzt ist aber vor einiger Zeit, habe ich Naruto aus den 42-Minuten-Folge hochgeladen, womit jetzt erstmal eine Weile keine Naruto-Folgen mehr kommen, blöderweise. Und als kleine Entschädigung habe ich mir gedacht, The Wolf Among Us könnte jetzt damit hochgeladen werden, vor allem weil es zu diesem Zeitpunkt auch umsonst war. Und da habe ich mir gedacht, da kannst du auch ruhig mal zugreifen. Das Einzige, was ich am Anfang wusste, dass es halt Self-Shading-Grafik ist, also so Comic-Grafik, auch am Anfang fast die erste Einstellung, zeigt es, als wenn es so ein amerikanischer Superhelden-Comic wäre. Ganz cool eigentlich. Bin jetzt nicht so großer Fan davon. Hab auch deswegen auch Borderlands nie so wirklich gespielt. Aber gut. Wir drücken jetzt mal Start und beginnen. Wir nehmen diese Festplatte hier. Und Connecting. Ich habe meinen Spielstand auch gelöscht wieder. Ich versuche es so nah wie möglich ranzukommen. Und wie gesagt, ich habe es vorher so noch nicht gespielt. Die erste halbe Stunde wird also für mich kein Problem sein. Es ist halt komplett in Englisch. Es ist auch kein Spiel für 12-Jährige oder sowas. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und wir drücken jetzt sofort Play. The Wolf Among Us. Kapitel 1. Start Episode 1. Coming soon. Coming soon. Coming soon. Coming soon. Ich finde es so ein bisschen schade, dass er jetzt hier halt jetzt schon die Bilder dafür rausgegeben haben. Da kann man sich ja schon irgendwas denken. Hier sieht man, oh, der Wolf hier. Oh, da wird irgendwas Böses passieren hier. Das geht richtig ab. Das finde ich schade. Das hätten sie sich sparen müssen. So, das hier hätten sie zeigen können von mir aus, aber wenn das hier fertig gewesen ist, rauskommen wir, hätten sie das zeigen können und sowas. Und nicht alles. Naja gut, wir starten. Play. Ja, und die Ladezeiten sind extrem lang. Extrem. Ja. Deswegen hoffen wir mal, dass es weitgehend jetzt funktioniert, diese Aufnahme, weil ich möchte auch keine Scheißqualität. This game series adapts to choice you make. The story is tailored by how you play. Soll heißen, dass je nachdem wie wir spielen, sich das auf das Spiel beeinflusst, was ich eigentlich ganz cool finde. Vorher hatte ich so etwas halt nur bei Mass Effect gehabt. So andere Spiele hatte ich vorher nicht, die so funktioniert haben. Jetzt erklärt uns das Spiel, was ungefähr da alles abgeht. Call it Glamour, damit verwandeln sich halt die ganzen Fabelwesen, die nicht aussehen wie Menschen, zu Menschen. Bla bla bla. Total Games presents.
hot, humidity looks low, but remember, the hotter the air is, the more moisture it can hold. So 103 with 31% humidity is a lot more humid than, say, 73 with 31% humidity. And it is muggy out there. The Wolf Among Us. Tenement building, South Bronx, sometime after midnight. Mr. Toad? Oh, shit. Bigby! Listen, mate, I know I don't look human. It's a problem, I get it. I just stepped out the apartment for just a second to see what kind of damage this drunk shit is doing. Just cut me a break, yeah? I'll get me glamour first thing in the morning. Cross my arm. No need to kick up a fuss. I'm looking at a 3-foot toad in a sweater. That's a problem. If you can't afford to look human, you're going to the farm. It's as simple as that. You can't send me up to live with those animals. You know what I mean. Go see a witch. Get a glamour. Bigby, they're bleeding me dry, mate. The quality of the spout goes down, but the rates keep climbing up. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? Then get it fixed. It's not complicated, Toad. Whatever it costs, it's worth it. You don't want me catching you out of glamour again. Fucking hell! See? This is what I called you about, Sheriff. You're just gonna stand there? Do something, Bigby, before he completely tears up the place! I should probably go handle this. Yes, please. Thank you. Furry prick of shite. Tell me how to spend my money. Dad, the lights are shaking again. What did I say? You want a big bad wolf to take you away? No. Then get the fuck back inside. Okay, begeben wir uns mal zur Arbeit. Anscheinend sind wir der große böse Wolf, wenn wir den Märchen interpretieren. Und wir sind anscheinend eine Aufsichtsperson. Undefinierten Ranges. Und wir sind wieder in einer abgefragten Bude. You're gonna know who I fucking am, you hear me? Hey, look at me! Just stop, okay? Someone here. Let go! So haben wir hier, hat jemand das Telefon. Take a look, take a good look. Know who I am. Hey, look at me. Anscheinend scheint einer sehr wütend zu sein mit einer Frau. Frauen sind immer ein Problem. Ich glaube, da hilft kein nettes Anklopfen. God damn you! Know who I am. Whoa, hey! You got something on your face. Fuck are you talking about, you stupid cunt? I'll fucking kill you! All right, everyone... What are you gonna fucking do, huh? Get the fuck out of the way before you get the axe again. You're drunk, all right? Think this through. If you keep on like this, I won't have any choice but to put you down. Put
me down. You got a shit fucking memory, Wolf. That's not how it went last time. This isn't last time. Gonna calm down? Oh, und schön mal hier, da immer. Hoppala! Na, ein kleines Tänzchen. Fertig. Ah. Und direkt erstmal in die Ecke mit dir. Hoppala! Weg mit dem. Jetzt Schnauze. Haben wir uns verstanden? Na, wir sind hier nicht so zipper nicht mit ihm. Da hin. Beste. Jetzt schön mit dem hier nochmal drüber. Ruhe. Au. Lass das mal schön da liegen, Kollege. Und jetzt ab ins Bett mit dir. Linke und rechte. Und linke, nein, das war die rechte. Das habe ich auch letztens schon falsch gemacht. Au! Vergiss es. Herr damit. Lass los! Und jetzt gib Ruhe endlich! Gott verdammt! You should probably get out of here. Look, I'm not leaving until I get what's mine. You're not getting shit, bitch! I'll fucking put you in the ground! Hey! If you can't be nice, I'm gonna make you wait outside. Oh, fucking shit! You bug my jaw, you bastard! And still you talk. Fuck you. Shit. What the hell is going on? What happened? A little misunderstanding that turned into a real shit show. Don't worry, you saw the best bits. There's more where that came from, girlie. Knock it off! Look, this is just the start of a shitty night for me. I just need the money he owes me, then I can go. What are you doing here? These lips are sealed. Why was he hitting you? Maybe you should ask him that. I will, but I asked you first. He asked me if I recognized him, knew who he was. I said I didn't. He started beating on me. Then you showed up, started beating on him. That about cover it, hon? I'm the woodsman, you whore. I saved Little Red Riding Hood from this monster. I cut this fucker open and filled his belly full of stones and threw him in the fucking river. That's who the fuck I am, you stupid bitch! Hey, what did I say about that word? Come on! Nautschen. Wie gesagt, ich versuch's gerade so nachzuspielen, wie ich es beim ersten Mal gespielt habe. Bis jetzt läuft es gerade nicht wirklich sehr gut. Wir scheinen nicht wirklich viel Respekt zu ernten von den anderen. By all means, take your time. Make yourself comfortable. Sorry about the car. We ended up going out the window. Couldn't be avoided. I can't be mad at you. I called you, and you come to help. I can't be mad.
But even when you help, things end up more fucked than they started. Well, at least you're not fucking dead. Aber da! Los! Scheiß Kerl, dich kriegen wir jetzt! Achso! Alter! I know you're fucking in there! Come on out! Fucking God! I'll put you out of your misery! War so kurz davor! Und komm schon! Mein Finger tut weh! Au! Du hast da was im Kopf? What are you doing? I'm just getting what he owes me. You all right back there? I mean, your eyes and the teeth. You're not really supposed to do that, are you? Not if I can avoid it. Great. The guy's got an axe in his brain. He's not feeling that. It's more from me. He'll be fine. I'll kill you. You fucking bitch. Let me help you. He's having a bad day. That makes two of us. I guess it's a good thing fables are hard to kill. Suppose it is. Thanks. Who do you work for, really? These lips are sealed. Sorry. Hey, you like my ribbon? Beautiful. Thank you. Feel like we've met before. We probably have. We all sort of knew each other at one point or another. But things change, I guess. I guess. Shit. Stop. We don't have to make any more of a thing out of it than it already is. He hit you. He needs to pay for that. He's got nothing to give, Sheriff, I checked. Besides, I just swung an axe into the guy's head. I'd say we're even. Maybe I should be arresting you. I'm not gonna be doing this for much longer. So, now's your chance. Was the Oja? 100. I'm guessing it'd be bad for you to show up empty-handed. I'll be fine. Let's see, I've got, it's 20, 40, 7, 8, 58. It's all I got. It'll help, right? Take it. It's okay. I'll be fine. You've done enough, really. Just take the money, okay?
You got me out of a bad situation back there. Thanks. I'm still gonna need a statement. I have to go drop off what I have. Meet me back at my office, then. It's a little late for an office visit, Sheriff. I'll swing by your apartment. How do you know where I... You live in the smallest apartment in the Woodlands. Everyone knows that. Good to know. You should get cleaned up. You look like shit. And I don't use that term lightly. Some of these look pretty bad. I clean up okay. I'll believe it when I see it. Hey. I need to tell you something. What is it? You're not as bad as everyone says you are. Talking about the shotgun. I'll see you around, Wolf. Talking about the shotgun. Oh, yeah. Ja, ihr seht schon, da sind viele Zwischensequenzen. Da habe ich nicht viel reden zu können. Zeit zum Reden. Boom, 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 boom. Ja, viele Zwischensequenzen. Und man möchte ja natürlich auch nicht dazwischen labern oder so.